Genau. Was soll an dir denn so gefährlich sein? Ich gehöre zufällig zu der äußerst gefährlichen Spezies Schroff. Hatten wir schon. Aus der Familie der vernunftbegabten Amphibien. Und das heißt? Das habe ich eurem Gatten schon erklärt. Mein Körper besteht zu 96% aus tödlichen Giften. Ja, so. Bis auf diese Stelle an meinem Kopf, die kratzt einfach nur. Habt ihr gerade Gatte gesagt? Ja, und dass ich sie jederzeit umbringen könnte. Er ist nicht mein Gatte. Wie kommst du da nur drauf? Hallo? Ich bin tödlich. Ich bin nicht verheiratet. Und ich habe eine trockene Stelle am Kopf. Wir haben alle unsere Probleme. Was für ein widerliches, stinkendes Schlammloch. Danke. Das ist mein Zuhause. Es ist vielleicht kein Palast, aber es gehört mir allein. Um Gottes Willen, du wohnst hier? Durchaus. Es bietet viele Möglichkeiten der kreativen Gestaltung. Womit denn? Oh, hier ist schon einiges versunken. Eine Vase, eine alte Unterhose und mehr Pfeiler, als ich jemals zählen könnte. Und da hinten bei den Stängeln, die wie Farnkraut aussehen, liegt die Brille von dem Verrückten auf dem Baum. Aha, die Brille, die brauchen wir. Eine trockene Stelle? Ja, ich habe sehr sensible Haut, es juckt höllisch. Und ich kann mich nicht kratzen. Aber das habe ich eurem Gatten schon erzählt. Hört auf, das zu sagen. Ich kenne ihn erst seit einer halben Stunde. Ach, meint ihr nicht, dass eine Hochzeit dann etwas überstürzt war? Zum letzten Mal, er ist nicht mein Gatte. Und wenn du das nochmal behauptest, wird die kratzende Stelle dein kleinstes Problem sein. Kein Grund, so aus der Haut zu fahren, junge Dame. Ich bin etwas gereizt, weil die Stelle auf meinem Kopf mich so kratzt. Na gut, du vernunftbegabte Amphibie. Warum tust du denn nicht einfach was drauf? Was schlagt ihr vor? Ich weiß nicht, eine Creme? Creme? Bitte, ich verwende nur homöopathische Mittel. Das war das mir doch gerade ausgedacht. Aber an sich ist es eine gute Homöopathie. Dafür, dass ihr so überaus tüppelhaft redet, scheint ihr gar nicht so dumm zu sein. Doch, Homöopathie. Vorsicht. Kannst du auch hoffen, dass das wirkt. Hättest du bessere Laune, wenn die Stelle nicht mehr jucken würde? Ich denke schon, aber kratzen kann ich mich nicht. Hätten Sie vielleicht die Freundlichkeit? Lieber würde ich meine Hand in kochendes Wasser stecken. Witzig, dass Sie das sagen. Der Effekt wäre nämlich ungefähr der gleiche. Aha. Warum besorgst du dir denn nicht einfach einen Balsam oder sowas? Erzähl mir mehr. Ich kann hier leider nicht weg. Wie ich Ihrem Gatten? Er ist nicht mein Gatte. Schon sagte, meine Krallen schneiden sich durch beinahe jeden festen Untergrund und ich kann mich kaum fortbewegen. Nun ja, vielleicht hätten Sie ja die Freundlichkeit. Falls ich irgendwo in diesem Wald einen Make-up-Verkäufer finde. Na dann. Woher weißt du, wo all die Gegenstände versunken sind? Nun, hier passiert nicht viel. Wenn etwas ins Moor fällt, plumps, ist das schon ein denkwürdiges Ereignis. Also du sitzt hier und guckst den ganzen Tag in der Gegend herum? So wie Sie es beschreiben, klingt das nicht gerade nach einer inspirierenden Tätigkeit. Ich meinte nur, das hört sich echt langweilig an. Ich weiß. Dieses Lachen ist einfach herrlich. Weißt du zufällig etwas über den verrückten Alten, der da oben im Baum wohnt? Pandu heißt er. Ach, der Alte, der euren Gatten in die Falle gelockt hat. Er ist nicht mein Gatte. Und ja. Nun, das ist ein verrückter Windmönch. Sehr aggressiv. Ihr würdet euch wahrscheinlich gut verstehen. Witzig. Ich weiß nicht viel über ihn. Er schimpft nachts leise vor sich hin, baut überall Fallen und ist fast taub. Und seitdem seine Brille ins Moor plups gefallen ist, ist er auch noch blind. Blind und taub. Der verrückte Kerl ist ein Windmönch? War ja sowas von klar, den kann man einfach nicht trauen. Reden Sie mit mir? Nein, Schrufs kann man nämlich auch nicht trauen. Die Brille von dem verrückten Kerl ist da im Moor? Ja, Brillen werden gerne verwendet, um Bücher zu lesen. Was ein Buch ist, wisst ihr? Sicher, dass es vernunftbegabte Amphibie heißt? Und nicht, wir sind vom Aussterben bedroht, weil wir nicht die Klappe halten können, Amphibie? Vertrauen Sie mir. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich nämlich studiert. In der Schroff-Universität oder was?
Sicher, dass die Brille bei dem Farnkraut liegt? Das ist kein Farnkraut, das sind Pfeile. Der Alte hat seine Brille fallen lassen, plumps, und aus Wut ein paar Mal auf die Stelle geschossen. Na, es hilft, ja, auf jeden Fall die Brille zurückzubekommen. Ach, sie kommen wieder. Glauben Sie nicht, dass ich die knisternde Spannung zwischen uns nicht bemerkt habe? Wow, mir ist gerade tatsächlich zu schlecht, um mich zu übergeben. Aha, okay. Da können wir doch bestimmt mit unserem Haken Aussicht Moor trockene Stelle im Moor rumfischen. Was soll das bringen? Soll ich es umrühren? Na, du sollst doch du sollst die Brille holen. Irgendwo war doch hier Schilfrohr. Achso, ein Schilfrohr hier oder was? Wir müssen irgendwo die Brille suchen. Ha, hab ich dich. Wow, da hat jemand offenbar zwei dicke Lupen zusammengeschraubt. Aha, okay, jetzt haben wir die Brille. Sehr schön. Oh, in den Wald geht's. Oha. Wer ist denn da? Komische Typen. Seltsame Typen. Was seid ihr denn? Was macht ihr hier? Oh, schaut mal, meine Herren. Wir haben Besuch. Großartig. Sie sind nicht zufällig die Putzfrau, die wir bestellt hatten? Putzfrau? Hier hinten können Sie gleich anfangen. Da wurde schon seit Jahren nicht gekehrt. Darf ich fragen, was ihr hier treibt? Wir betreiben aerologische Studien. Was bedeutet das? Das wissen Sie nicht? Wams, sei nicht so hart zu ihr. Sie ist nur eine Putzfrau. Ich glaube es nicht. Sie hat noch nie was von Aerologie gehört. Habe ich natürlich sowas von schon. Das ist, ja, natürlich, Was genau sind denn Aerologen? Ist das sowas wie eine Religion? Religion? Aerologie ist die Lehre des Windes. Eine hochkomplizierte Wissenschaft. Jawohl, Religion ist etwas für schwache Geister und Feiertage. Wir erforschen die Wege der Götter mit Messgeräten. Meint ihr den Kasten da hinten? Kasten? Tolle, hat sie gerade Kasten gesagt? Oh ja, ich habe es auch gehört. Also bitte, Kasten. Diese hochkomplizierte Apparatur sendet analoge Impulsvehikel aus, mit deren Hilfe wir den Verlauf der Windströme genauestens eruieren können. Und diese Windströme halten wir dann auf dieser Karte fest. Die Charta, Erika. Ah, ja. Aha. Noch ein paar Fragen zur Charta. Ihr zeichnet also die Windströme auf eurer Karte ein? Ganz genau. Wir glauben, dass sie auf etwas hinweisen. Wir wagen kaum daran zu denken. Aber es könnte sein, dass es mitten im Wald einen Ort gibt, der... Ein Windbrunnen. Dass es einen weiteren Windbrunnen gibt. Das wäre ja unglaublich. Wenn die Karte vollständig wäre, könnt ihr dann genau bestimmen, wo dieser Ort sein kann? Natürlich. Wir sind Aerologen. Wir sind Wissenschaftler. Honig. Okay. Eure hochkomplizierte Maschine bewegt sich gar nicht. Der Treibstoff ist leider alle. Außerdem hat unser Kollege hier Honig in den Tank gekippt. Und ich würde es wieder tun. Das wissen wir. Schlaf einfach weiter. Aha. Kennt ihr den verrückten alten Mann im Baumhaus? Ach der. Da müssen Sie ganz vorsichtig sein. Der Kerl ist gefährlich. Ja, wir haben schon versucht, an ihm vorbeizukommen. Aber er hat uns in die Flucht geschlagen. Unser vierter Kollege musste leider zurückbleiben. Oh, Simon. Aber der Alte ist so gut wie taub, halb blind und ungefähr 1000 Jahre alt. Und ihr seid zu dritt.
Wollen Sie damit andeuten, wir sollten rohe Gewalt verwenden? Ich meine, wir haben es versucht, aber er war uns haushoch überlegen. Ja, das ist kein alter Mann. Das ist eine Präzisionskillermaschine ohne Gewissen. Wegen ihm haben wir Simon verloren. Simon war so eine treue Seele. Aber wir rechnen jeden Tag mit seiner Rückkehr. Na dann, viel Glück. Kollege Simon. Ihr vermisst also einen Kollegen? Ja, sein Name war Simon. Ist. Sein Name ist Simon. Wow. Ich weigere mich, die Hoffnung auf. Ich habe ihn da oben schon gesehen. Ja. Und der so eine Mütze hat. Weißt du, was mit ihm passiert ist? Noch nicht. Alles, was uns von ihm geblieben ist, bleiben wird. Wie auch immer. Er war ein Genie und Gentleman. Zum Beispiel hat er diesen Globus hier erfunden. Kann ich den haben? Sie müssten ihn mir schon aus meinen kalten, toten Händen reißen. Lässt sich erleuchten. Interessanter Vorschlag. Ach, eigentlich brauchen wir ihn nicht mehr. Aber Latz trinkt immer seine Wurzel Coladas daraus. Ja, durch die Windbrunnenlöcher kann man Strohhalme stecken. Simon wird ihn außerdem wiederhaben wollen, wenn er zurückkommt, also... Falls. Okay. Ich muss los. Ach, bevor ich es vergesse, wenn Sie die Betten machen, könnten Sie dann vielleicht diese kleinen Minzplätzchen aufs Kissen legen? Oh ja, ich liebe diese Dinger. Vielleicht lege ich auch einfach eine tote Wollmaus unter die Decke. Ich liebe Wollmäuse. Wenn ihr mir noch wieder kurz vorgehalten. Dann müsste ich erst über diesen schnarchenden Typen drüber steigen. Aha, okay, na dann, let's go. So soll Asposien von außen aussehen? Aber welches Außen wäre das dann? Und wer könnte die Welt jemals so sehen? Vielleicht ein Maulwurf, der durch die Erde gucken kann. Es ist nur ein Globus, okay? Eine abstrakte Nachbildung. Okay, er hat einen Sattel. Ein Sattel auf einer Tonne? Wozu brauchst du einen Sattel? Du hast ja nicht mal eine Tonne. Da hat er recht. Brauchst du zufällig eine Brille irgendwo für, oder? Ernsthaft? Tja, Auspuffmaschine, Tanköffnung, Auslöser. Da tut sich nichts. Offenbar kaputt. Da tut sich nichts. Offenbar kaputt. Mhm. Jetzt zielt sie auf den verrückten Alten im Baumhaus. Das ist sehr gut. Meine Hand passt jedenfalls nicht durch die Tanköffnung. Der Tank ist voller Honig. Der Tank ist voller Honig. Vielleicht können wir ein bisschen Honig abzapfen hier in der Dose. Ja, nein. Nein, das bringt nichts. Langsam ist es Verzweiflung. Allerdings. Nicht rumblödeln, ich muss die Welt retten. Ja, sicher. Ich könnte einen Knoten reinmachen, aber ich bin ja eigentlich gerade dabei, die Maschine wieder in Gang zu bringen. Okay, was können wir hier noch machen? Nicht mehr viel. Zelt können wir uns angucken. Nein, da drin riecht es komisch. Da gehe ich nicht rein. Okay, dann nochmal mit den Aerologen reden. Hey, ihr habt das sowieso nichts zu tun. Ich muss euch nochmal was fragen. Wie funktioniert denn eure Maschine? Das ist sehr kompliziert. Ein wenig zu kompliziert für eine Putzfrau. Also, die Maschine versendet in strategisch festgelegte Richtungen kleine analoge Vehikel aus Papier, die sie selbst herzustellen in der Lage ist. Also sie wirft Papierflieger. Richtig. Meine Güte, haben Sie mal überlegt, sich beruflich neu zu orientieren?
Und aus den Papierfliegern könnt ihr dann die Windströme bestimmen. Ganz genau. Aber wir haben bisher leider noch nicht alle Routen erkannt, bevor die Maschine den Geist aufgegeben hat. Du meinst, bevor der schlafende Typ Honig in den Tank geschüttet hat? Schon wieder richtig. Was für ein Treibstoff braucht die Maschine denn? Sie funktioniert mit einer Mischung basierend auf einer liquiden, stoffarmen Flüssigkeit in Verbindung mit festem, grobkörnigem Material. Also Schlamm? Nun ja, man mischt Moorwasser und Sand. Und dann hat man Schlamm. Aber das Mischverhältnis ist hochkompliziert. Halb, halb? Mist. Tja, ah, okay, wir müssen Schlamm dort reinmischen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, einfach, naja, neuen Schlamm nachzutanken? Wir sind doch nicht verrückt. Ach nein. Nein. Aber wie? Beim einzigen Moor in diesem Wald sitzt ein Schroff. Und davor müssten wir noch bei diesem verrückten Windmönch vorbei. Also ich laufe schon die ganze Zeit hier herum. Und da ist Ihnen noch nichts passiert? Nein, ich passiere anderen. Das stimmt. Ich muss los. Ach, bevor ich es vergesse, wenn Sie die Betten machen, könnten Sie dann vielleicht diese kleinen Minzplätzchen aufs Kissen legen? Oh ja, ich liebe diese Dinger. Vielleicht lege ich auch einfach eine tote Wollmaus unter die Decke. Ich liebe Wollmäuse. Ja. So, wir müssen mal jetzt mal fragen, wo das war mal. Was schreit denn hier so? Vielleicht können wir hier mit der Dose, kleine Dose, ein bisschen Moor mitnehmen. Wäre eine Idee. Wow. Dann hätte ich einen ganzen Tropfen Moorwasser für mich alleine. Damit könnte ich eine winzige Pfütze machen und darin etwas sehr Kleines versenken. Nein, ernsthaft. Was soll ich damit? Du sollst damit den Tank auffüllen. Nicht rumblödeln. Ich muss die Welt retten. Ach, Mensch. Komm mal hier wieder rauf. Wieder hoch. Das war eine Mischung zwischen hoch und rauf. Mhm. Tja. Dass wir den Kanister nicht mitnehmen können. Meine Hand passt jedenfalls nicht durch die Tanke. Aber schreit hier doch die ganze Zeit. Aha. Warte, vielleicht können wir den Kollegen Schroff damit kratzen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Irgendwas schreit hier extrem. Also. Brauchen Sie das noch? Kann sein. Dann würde ich das lassen. Ich würde in der Stelle kratzen. Ich muss dich noch mal was fragen. Muss das sein? Hey, das hier macht mir genauso wenig Spaß. Mir reicht, ja. Ich gehe jetzt. Ach, glauben Sie nicht? Wow. Mir ist gerade tatsächlich zu schlecht, um mich zu übergeben. Also, was machen wir nun? Wait. Tja, also. Sachen gibt es ja nicht mehr. Wir können auch mal mit den Aerologen reden, aber das wird mir langsam. Hey, ihr habt doch sowieso nichts zu tun. Ich muss euch noch mal was fragen. Es wird mir langsam mühselig. Wie lange zeichnet ihr schon an der Karte? Ja, wie lange? Ein Jahr? Zwei Jahre? 10 Jahre? Seit letztem Dienstag. Ach, keine Ahnung.
Ich kann zwar Windströme auf den Millimeter genau bezeichnen, aber ich weiß nie, wie spät es ist. Bezaubernd. Okay. Die Dame hat immer weiter und immer weiter. Man muss also nur Sand mit Moorwasser mischen, damit das Ding wieder läuft? Das klingt so simpel. Ja, so als würden wir hier nur unnötig rumsitzen. Wir könnten Honig reintun. Ah, okay, das mit der Maschine haben wir jetzt fertig. Dieser Ort auf der Karte. Immerhin. Wenn sie doch nur vollständig wäre. Dieser Ort könnte alles sein. Es könnte ein neuer Windbrunnen sein. Es könnte eine Stadt sein. Es könnte eine Einkerbung im Universum sein. Es könnte der Ort sein, an dem mein Vater ist. Aha. Der verrückte Alter hat meinen Begleiter gekidnappt. Wenn wir zusammen losziehen, können wir vielleicht ihn und euren Kollegen retten. Klingt hervorragend. Aber, ich kann die Station nicht allein lassen. Und ich muss heute noch unbedingt Wäsche waschen. Wollmäuse werden vollkommen unterschätzt. Toll. Ich sitze fest im Wald der Bekloppten. Ja, ich sitze fest im Wald. Bevor ich es vergesse, wenn Sie die Betten machen, könnten Sie dann vielleicht diese kleinen Minzplätzchen aufs Kissen legen? Oh ja, ich liebe diese Dinger. Vielleicht lege ich auch einfach eine tote Wollmaus unter die Decke. Ich liebe Wollmäuse. Nachdem wir den Dialog jetzt schon dreimal gehört haben, wir müssen die Maschine irgendwie reparieren. Da tut sich nichts. Offenbar kaputt. Können wir den Globus jetzt an uns nehmen? Dann müsste ich erst über diesen schnarchenden Typen drüber steigen. Mach doch. Wo soll ich denn hingreifen? Ich kann nichts erkennen. Ich könnte... Und wenn es nicht aufhört... Ach, eine Schrein... Okay. Das ist die schreiende Stelle. Was schreit denn da die ganze Zeit? Wenn ich es nicht sehen kann, heißt das wohl, dass es sehr klein sein muss. Sehr klein, vielleicht können wir es sehen und so. Die Brille benutzen. Das erklärt natürlich einiges. Oh. Eine Ameise. Ein nicht sehr großer. Vielleicht können wir die einfangen mit der Dose. Die Dose hat wenigstens eine Funktion. Leise schreiende Pillendose. Okay, und was machen wir jetzt mit einer leise schreienden Pillendose? Zum Waldrand. Ah, Schreiameisennest, natürlich, ja. Sekunde. Bevölkere das Schreiameisennest. Oh ja. Ich muss zugeben, das war beeindruckend. Sehr gut. Jetzt sind wir hier oben. Können wir den Brustbalken mitnehmen? Was haben wir denn hier? Wolltest du etwas mit ins Jenseits nehmen? Tja, jetzt nicht mehr. Ein Zeigestock. Sonst ist da nichts mehr in der Brusttasche. Ah, okay. Die Mütze. Hoppla. Oh. Den ganzen Schädel mitgenommen. Als Beweis, dass er noch dass er schon tot ist. Okay, der ist wirklich blind. Ein blinder Fisch. Moos. Nehmen wir ein bisschen Moos mit. Können wir das Moos ihm ins Hörrohr stecken? Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Leider zu weit weg. Zu weit weg, das ist direkt über dir. Er scheint wirklich sehr schlecht zu hören. Das Ding gehört doch eigentlich an ein Plattenspiel. Mhm.
Er ist zwar schwerhörig, aber warum sollte ich ihn reizen? Einfach aus Spaß. Fliegen. Soll ich sie überreden, mitzukommen? So einfach ist das nicht. Schmeißfliegen. Die hoffen wohl, da irgendwo noch was Essbares zu finden. Tja, da gibt's nicht viel. Fürchte ich. Ich will es nicht zerstören. Die arme Schreiameise. Das wäre ja schlimm. So, jetzt haben wir einen Beweis, dass der Kollege tot ist. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber dann geben sie uns vielleicht den Globus und vielleicht hilft es dann auch, die Maschine aufzutanken. Vielleicht bringt das ja was. Hey, ich habe gute Neuigkeiten. Ihr vermisst doch euren Kollegen. Simon, ja? Ja? Ich habe ihn gefunden. Oh, nein! Nein! Rasende Verzweiflung. Gern geschehen. Hey, jetzt braucht ihr doch den Globus nicht mehr, oder? Ja, hier, nimm. Simon! Danke. Oh Mann, Simon. Okay, wir haben den Globus. Oh, wir haben den Schädel auf dem. Ja, sehr toll. Und das machen wir jetzt mit dem. Ach, mit dem Globus können wir jetzt bestimmt Matsch holen gehen. Den Tank wieder auffüllen und dann was auch immer damit machen. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Definitiv. Was sollen wir sonst mit dem Globus tun? Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Tja, also. Haben wir den Globus. Netter Einfall. Aber nett. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Gerade. Ich versuche Twilight aber auch einfach alles mit einem. Ernsthaft? Ja. Nein. Ach, Schreck. Globushälften. Können wir da was reintun? Tatsache. Gefrickte Globushälften. Die Brunnen sind abgedichtet. Vielleicht können wir jetzt damit. Aha. Eine Schale mit stinkendem Moorwasser sollte genügen. Okay, damit können wir doch bestimmt. Müssen wahrscheinlich noch Sand sammeln, aber könnten es ja mal versuchen. Der Tank ist voller Honig. Wie zur Hölle kommt man auf die Idee, Honig in einen Tank zu kippen? Wir müssen noch Sand holen. Sekunde, das können wir auch bestimmt. Nur noch zwei Globushälften, das ist ja wäre unsinnig, die andere unbenutzt zu lassen. Vielleicht können wir hier. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Okay, Hey, eine Goldader. Ach nein, es ist nur Sand. Ich kann noch den Sand jetzt bestimmt hier rein. Jetzt habe ich Sand und Moorwasser. Was kann da noch schief? Kombinieren. Matsch. Zwei Globushälften mit Schlamm. Toll. Schlamm. Und jetzt? Also. Vielleicht. Der Tank ist voller Honig. Wie zur Hölle kommt man auf die Idee, Honig in einen Tank zu kippen?